Willkommen zurück zu Star Trek Online. Hier ist wieder eure Fluffy. Ohne Plan, aber mit Herz. Unglaublicherweise spiele ich Schattenspiel jetzt zum dritten Mal. Beim ersten Mal war hier totale Eskalation. Es hat geklingelt, der Hund hat gebellt und das wollte ich euch so nicht zeigen. Beim zweiten Mal gestern war ich leider etwas zu verpeilt, um das Mikrofon anzuschalten und habe das erst nachher bemerkt, dass die ganze Folge keinen Ton hatte. Und jetzt hoffe ich, dass alles klappt. Ich habe mich schon zu Serini Prime wieder mal zurückbegeben und dort erwartet uns Schattenspiel. Tekela, die Überlebende, die sie von der Dimorus-Station gerettet haben, hat uns einige interessante Informationen sowohl über den Taishia als auch über die neue Rasse, mit der er sich verbündet hat, zugespielt. In der Zwischenzeit melden die Romulanische Republik und diverse neutrale Kolonien weiterhin mysteriöse Entführungen. Wir glauben, dass beide Ereignisse miteinander in Verbindung stehen. Tekela möchte zurück zu ihrer Heimatkolonie Serini Prime. Der Kolonie dort ist es gelungen, sowohl von der expandierenden Romulanischen Republik als auch von Romulanischen Sternenimperium unabhängig zu bleiben. Das stellt sie in eine heikle Balance. Wir dachten, dass Tekela zurückbringen eine gute Chance ist, herauszufinden, was sich hinter den Türen des Romulanischen Konfliktes verbirgt. Wir wollen, dass sie in Serini Prime Untersuchungen anstellen. Und genau das werden wir jetzt machen. Zum dritten Mal, leider. Schattenspiel mit der USS Wonderwall. Captain, wir sind im Serini System angekommen. Angeblich ist das eine neutrale Kolonie, doch ich kann mehrere Schiffe des Romulanischen Sternenimperiums orten, sowie einen planetaren Schutzschild. Wenn dies eine Blockade ist, dann wollen sie um jeden Preis die Leute vom Planeten fernhalten. Die Warbirds machen ihre Waffen scharf, Sir. Es scheint, dass wir kämpfen müssen, wenn wir unseren Gast zurück auf ihre Kolonie bringen wollen. Ach, und Tekela möchte mit Ihnen sprechen. Dann stellen Sie mal durch. Ich werde Ihnen nie genügend danken können, dass Sie mich zurückgebracht haben. Es scheint, dass das Romulanische Sternenimperium in meiner Abwesenheit fleißig war. Sie waren bereits dabei, den Rat dazu zu bringen, sich Ihnen anzuschließen. Doch hier befinden sich ebenfalls Abgesandte der Romulanischen Republik. Nun hat das Imperium eine Blockade um den Planeten errichtet. Vermutlich, um zu verhindern, dass unsere Information unsere Führung erreicht. Der Schutzschild ist neu. Ich vermute, dass ihn der Taishia errichtet hat. Sie sollten vorsichtig sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir mit dem Romulanischen Sternenimperium in Konflikt geraten. Okay, ich bewege mich jetzt mal auf das Romulanische Schiff zu. Langsam, aber stetig. Da kommen wir auch schon in Reichweite. Ich möchte dem nicht zu nahe kommen, aus Gründen. Ich lasse mir dabei Zeit. Dieses Ding macht mir nämlich echt Angst, muss ich sagen. So, sind wir nicht bereits nah genug dran? Bitte? 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 Ich möchte mit dir kommunizieren. Bitte? Dann rufe ich sie jetzt. Dieser Planet wird vom Romulanischen Sternenimperium beschützt. Nennen Sie uns den Grund Ihres Besuchs. Ich bringe diese Bürgerin zurück zu ihrer Heimatwelt. Wirklich? Identifizieren Sie diesen Bürger. Ich sag die Wahrheit.
Das ist der Name eines Flüchtlings, der vom romulanischen Sternenimperium gesucht wird. Fahren Sie Ihre Schilde herunter und bereiten Sie sich vor, geentert zu werden. Das glaube ich allerdings nicht, Commander Joma. Oh Gott. Mein Schild, mein vorderes Schild ist so derbe am Ende. Ja, und ich habe es tatsächlich beim ersten Mal geschafft. Seht ihr? Ich habe dazugelernt. Also ich meine, ihr könnt das nicht sehen, aber ich weiß, dass ich leider bei den ersten beiden Aufnahmen sofort von diesem Schiff zerstört worden bin. Warum auch immer. Heute hat die Wonderwall sehr gut durchgehalten. Wollen wir mal. Ich scanne hier auch nochmal eben das Erz. Hallo, bitte, mach deine Arbeit. Na, na, na. Ja, jetzt habe ich wieder alles total vermasselt. Aber egal, ich kriege wieder meinen Trostpreis und reise weiter in den planetaren Orbit. Sind Sie bereit, auf die Oberfläche zu beamen? Natürlich, Eliza. Und ich nehme auch alle mit, den Crunchy, den Schlucky, die T-Roll, die Eliza. Alle sind dabei. Selbstverständlich ist das Erste, was ich mache, Fluschi-Flauschi mitnehmen. Die muss ja auch ein bisschen was von der Welt sehen. Und da gibt es ja bei Star Trek Online sehr viel von. Sehr viel Welt. Sehr viel Weltraum. Die kommt auf jeden Fall rum, die Kleine. So, da wären wir auch schon. Ich kann nicht glauben, dass ich es endlich zurück nach Hause geschafft habe. Vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Ort wiedersehen würde. Ich würde Sie gerne überall herumführen. Doch Sie werden verstehen, dass ich erst einmal zu meiner Familie zurück muss. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich Sie wiedersehen würde. Sie sollten mit einem Repräsentanten des Rats sprechen. Folgen Sie dem Pfad vor Ihnen und Sie werden zu unserem Hauptplatz gelangen. Dort sollte es jemanden geben, mit dem Sie sprechen können. Okay, willkommen zu Hause, Tequila. Sehr schön. Guck mal, wie schön das hier ist. Das sieht aus wie so Pilzspuren, die hier in der Luft rumfliegen. Total cool. Oder wie so... Ja, einfach richtig schön. Ich finde das richtig schön. Hier Blumen. Soll ich einfach mal hier gucken? Zwischen den... Ja, ich finde das echt schön hier. Aber auch, ja, ansonsten sehr... Die Blumen hier sind richtig schön. Da ist das Ratsmitglied. Joel und True, Captain, und willkommen zu Serene Prime. Vielen Dank, dass Sie Tequila zu uns zurückbringen. Ich bin mir sicher, dass es Ihre Familie sehr erfreuen wird, Sie in Sicherheit zu sehen. Sie kommen jedoch zu einem besonderen Zeitpunkt. Ich war gerade dabei, mit den Repräsentanten des Romulanischen Sternenimperiums und der Romulanischen Republik zu treffen. Beide sind darauf aus, uns auf ihre Seite zu sehen. Wir haben unser Bestes gegeben, uns aus dem Konflikt herauszuhalten. Doch ich befürchte, dass wir das nicht länger können und schon bald Partei für eine der beiden Seiten ergreifen müssen. Ja, wir haben einen der Repräsentanten des Imperiums im Orbit getroffen. Sie haben versucht, mein Schiff zu zerstören. Ja, die Kaiserin versteht es, Hilfe anzubieten, die sich oftmals eher wie eine Drohung anfühlt.
Sie haben meiner Welt Sicherheitsdienste angeboten und ich konnte nicht riskieren, dieses Angebot abzulehnen. Um fair zu sein, sollte ich wohl auch erwähnen, dass es keine Entführungen gab, seitdem die Flotte unseren Planeten beschützt. Entführungen? Eine Reihe von Bürgern verschwand in den Wochen, bevor das Imperium eintraf. Das Imperium beschuldigte natürlich die Republik. Doch ich denke, dass Sela die Republik gerne für viele Dinge in Sippenhaft nimmt. Es gibt jedoch keine Beweise, dass sie dafür tatsächlich verantwortlich waren. Vielmehr gibt es überhaupt keine Beweise. Und ich denke, dass wenn die Republik dahinter stecken würde, es zumindest einen Ansatz einer Spur gäbe. Wenn Sie mit dem Repräsentanten sprechen würden, wäre ich daran interessiert, Ihre Meinung über diese zu hören. Ihre Anfrage ehrt mich, Ratsmitglied. Ja, Reum, dann werde ich jetzt mal zuerst mit dem Romulanischen Imperium sprechen. Sie sind hier nicht willkommen, Sternflotte. Das Ratsmitglied ist da anderer Meinung. Sie hat mich ersucht, mit Ihnen zu sprechen und um meine Meinung gebeten. Dann ist sie ein Narr. Die Föderation hat sich mit denen verbündet, die danach streben, die Überreste eines glorreichen Imperiums zu zerstören. Sie werden hier nichts weiter als Dissens und Unruhe sehen. Ich weiß zudem, dass sie, ungeachtet der Sicherheit der Bürger dieser Kolonie, ein Schiff zerstörten, das diesen Planeten beschützte. Ich wechsle keine weiteren Worte mit einem Mörder. Es hat mir aber keine Wahl gelassen. Sie hatten keine Wahl? Diese Worte galten seit jeher als Entschuldigung für Monster. Im Hinblick darauf, dass der Rat eventuell töricht genug ist, ihren blendenden Worten Glauben zu schenken, werde ich darauf hinweisen, dass das Romulanische Sternenimperium für Serene Prime die einzige Hoffnung auf Frieden und Stabilität darstellt. Wir allein verfügen über die militärische Stärke und operative Effektivität, um diesen Planeten zu beschützen. Die Terroristen der Republik können nur ein Stück ihrer Misere und ihres Verlustes verbieten. Die Kaiserin hat bereits Schiffe entsandt, um diese Kolonie zu verteidigen. Das soll als Beweis unserer Absichten genügen. Ihre Absichten scheinen eindeutig zu sein, Subcommander. Ich habe genug gehört. So, die Romulanische Republik. Es ist mir eine Freude, Sie zu treffen, Captain. Was kann ich für Sie tun? Was machen Sie denn hier? Meine Absicht war es, mit dem Rat über die Vorteile eines Bündnisses mit der Republik zu sprechen. Glücklicherweise bin ich vor der Errichtung der Blockade eingetroffen. Und glücklicherweise hat der Rat mir Immunität zugesichert. Andernfalls wäre ich jetzt vermutlich auf meinem Weg in ein Gefängnis des Tal Shiar. Die Kaiserin hüllt ihre Drohungen gerne in Laken aus Täuschungen und Lügen. Für eine friedliche Welt wie Serene Prime erweist es sich als schwierig, diesen zu widerstehen. Doch wenn wir alle zusammenhalten, werden wir es schaffen, uns gegen den Tal Shiar zu erheben und ihn ein für alle Mal zu besiegen. Sie haben ehrgeizige Ziele, Subcommander. Viel Glück dabei! So, ich werde diesem Ratsmitglied Rihu raten, weiterhin sich da rauszuhalten, weil ich das für die momentan beste Lösung halte. Also, was denken Sie von denen? Bisher waren sie sehr erfolgreich, indem sie neutral geblieben sind. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht weiterhin so funktionieren sollte. Eine interessante Sichtweise, Captain. Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Unsere bisher beste Spur ist ein Überlebender von Virinat. Und wenn man seiner Geschichte Glauben schenkt, weiß er, wer hinter den Entführungen steckt. Sie sollten mit ihm sprechen, bevor sie uns verlassen. Er befindet sich hinter diesem Gebäude. Okay, ich werde mir seine Geschichte anhören, Ratsmitglied Rehm. Das mache ich jetzt. Hier fliegen überall diese Dinge wieder. Da ist er auch schon, der gute Herr. Ja, ich war auf Virinat. Meine Familie ist dort gestorben. Meine Freunde. Es waren keine Terroristen, die mein Heim zerstört haben. Und es war auch nicht die Republik. Es waren der Tal Shiar und ihre Freunde.
Aber Sie müssen meinen Worten keinen Glauben schenken. Virinath ist seit dem Angriff verlassen. Begeben Sie sich selbst nach Virinath und sehen Sie, was die Kaiserin mit ihren Leuten anstellt. Sie haben mein Beileid, Welkin. Tja. Jetzt können wir hochbeamen. Es scheint, als hätten wir hier alles getan, was wir tun konnten, Sir. Sollen wir zum Schiff zurückkehren? Bitte, Eliza, hochbeamen. So sieht's hier aus. Sir, Kurs nach Virinath gesetzt. Allerdings enttarnen sich romulanische Schiffe. Sie rufen uns, Captain. Bitte auf den Schirm. Captain? Ihre Präsenz hier ist nicht genehmigt. Des Weiteren haben wir Beweise, dass Sie eine Rolle bei der Zerstörung der EIWW und somit dem Tod deren Crew gespielt haben. Fahren Sie Ihre Schilde herunter. Schade, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert hat. Sir, hier gibt es auch ein Schiff der Romulanischen Republik. Wir werden gerufen. Auf den Schirm. Sie scheinen sich mit dem Tal Shiar verheddert zu haben. Benötigen Sie Unterstützung? Gerne doch. Da sage ich nicht nein. Und wir wehren uns. Bin ich hier irgendwo vorgeflogen oder was passiert hier gerade? Der hält mich fest, ne? Der Tal Shiar wird Ihnen keine weiteren Probleme bereiten. Benötigen Sie noch etwas? Nein, aber vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung. Sir, ich empfehle, dass wir die Schildbarriere überqueren und das System verlassen, bevor die Verstärkung des Tal Shiar eintrifft. Einverstanden, setzen Sie einen Kurs. Ich sammle mir das noch eben ein. Vielen Dank. Da fliege ich jetzt durch. Durch diese Öffnung. Fliege ich jetzt dagegen? Nee, ich bin durchgekommen mit der Wonderwall. Sehr schön. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Sind Sie bereit, Kurs auf Virinath zu setzen? Natürlich, da warpen wir jetzt sofort hin. Und ich sollte sicherheitshalber mal meine Wasserflasche verschließen, bevor die hier nämlich gleich alles flutet. Bei meinem Glück momentan würde mich das nämlich nicht weiter schockieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Also gestern, wo ich dann wieder zum zweiten Mal aufgenommen habe und vergessen habe, das Mikrofon anzuschalten und nachher reingeguckt habe und ich gemerkt habe, nein, diesmal hast du zwar keine blöden Geräusche und jetzt hast du gar keinen Ton. Ich war am Ende. Ich habe sofort die Kiste ausgemacht und gedacht, Schwamm drüber. Wir haben das Virinath-System erreicht. Die Sensoren zeigen keine Anzeichen von Aktivität im System. Nicht einmal Satelliten. Dies war einst eine bevölkerte Welt. Die Sensorenstille ist unheimlich. Setzen Sie einen Kurs auf den Planeten, Tivuel. Und jetzt sollen wir hier Trümmer scannen. Da sind die ersten Wrackteile. Und die zweiten sind da hinten. Sir, die Trümmer scheinen von einem romulanischen Schiff zu stammen. Es ist alt, aber es hat einige heftige Energiewaffentreffer erlitten, bevor es zerstört wurde. Normalerweise bekommt man auf Agrarkolonien keine solchen Schlachten zu sehen. Tivuel übernimmt das. Schlaues Köpfchen. So, und ich mache mich auf den Weg zu den nächsten Wrackteilen mit der guten Wonderwall. Scannen.
Sir, es scheint sich um Trümmer eines Schiffs mit unbekannter Konfiguration zu handeln. Doch die Energiesignaturen stimmen mit den wenigen Informationen, die wir über die Illahi haben, überein. Die vergleichsweise geringe Zahl der Trümmerteile lässt darauf schließen, dass das Schiff nicht zerstört wurde. Was auch immer es war, es hat die Schlacht vermutlich überlebt. Dies könnte der mysteriöse Feind sein, von dem die Überlebenden reden. Könnte es der Illahi sein? Wir brauchen mehr Informationen, T'Vell. So, jetzt müssen wir hier zum Planeten fliegen. Das werde ich sehr gerne tun. Weil ich bin auf der Spur von Monstern. Die Eliza hat gerade gedacht, sie hätte ein Schiff entdeckt, aber das war dann doch wohl nichts. Sind Sie bereit, auf die Oberfläche zu beamen? Ja. Sofort, jetzt in diesem Moment. Und welche Monster ich finden werde, das sehen wir jetzt in unmittelbarer Kürze. Bitte warten Sie. Ding, 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 ding. Ah. Bitte laden Sie. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Ein sehr schöner Screenshot. So, da wären wir. Dieser Ort wurde zerstört, Captain. Aber die Zerstörung ist nur einige Monate her. Ich kann keine humanoiden Lebenszeichen orten. Allerdings gibt es einige Lebenszeichen von Insekten in der Umgebung. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Ich sehe das genauso, Eliza. Halt, Fluschi Flauschi, du darfst nicht fehlen. Du bist hier die Eminenz der Niedlichkeit. Eine Kelig-Wache? Wie die aussieht, ne? Wie eine überdimensionale Wespe. Das sind Ameisen für mich, diese Drohnen. Da haben wir noch eine Wespe. Eine Mutantenwespe. Oh Gott. Eine tote Kolonistin. Sir, obwohl diese Kolonistin durch eine Plasmawaffenentladung starb, scheint ihr Gewebe von einer Art Pilzspore infiziert zu sein. Die Messwerte des Bioscanners ähneln denen der Messwerte der Gefangenen in Installation 18. Das ist der Beweis dafür, dass die Illahi hier involviert sind. Verdichten sich? Nehmen Sie eine Probe. Okay. Ich habe das jetzt gerade aus Versehen ein bisschen falsch vorgelesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, es deutet alles darauf hin, dass die Illahi hier ihre Finger im Spiel haben. Da seid ihr ja wieder. Sie sind ja ehrlich gesagt schon fast zu süß, ne? Ich laufe direkt durch. Ich möchte hier nämlich weitere Beweise sammeln. Ich denke, dass dieses Gerät eine Art Barke ist. Doch es entspricht keiner mir bekannten Technologie. Die Komponenten allerdings scheinen mit Teilen der Ausrüstung, die wir auf Installation 18 entdeckt haben, übereinzustimmen. Machen Sie einen vollständigen Scan. Die Sternflotte wird alles, was wir finden, überprüfen wollen. Muss ich hier noch was machen? Nein. Wir dürfen weiterziehen. Sah gerade aus wie so ein größeres Blatt, ne? Es war nur so ein Sonnensegel.
haben wir noch mehr? Drohnen. Ach, und die bespucken mich hier auch. Ist ja wohl das Allerletzte. So. Hallo, ich wollte hier was scannen. Hallo. Scannen wir mal die Trümmer. Solange wir noch dürfen. Es ist ein Windradflügel, Captain. Viele der romulanischen Kolonien verwendeten alternative Energiequellen wie diese. Allerdings ist der Schaden am Flügel beträchtlich und er hat einige explosive Treffer extrem starker Energiewaffen einstecken müssen. Tyrell, nehmen Sie eine Probe für die Analyse. Die anderen können ja auch mal was machen. Aber sie ist ja hier der wissenschaftliche Brückenoffizier. Schlacki, dann kämpf wenigstens hier. Schön machst du das. Dann kann ich in aller Seelenruhe hier den Krater scannen. Dieser Krater wurde durch einen Orbitalschlag von einer Plasmawaffe romulanischen Ursprungs geschaffen. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Kolonie sich selbst zerstört hat, muss der Tal Shiar dafür verantwortlich sein. So, jetzt eine Konsole aktivieren. Willkommen, Gast. Sie haben eine Nachricht von Kaiserin Sela. Möchten Sie sie abspielen? Natürlich. Bürger des Imperiums, mit großer Trauer berichte ich von der Zerstörung unserer Kolonie im Virinat-System. Schuld daran sind die terroristischen Aufständigen, die als Romulanische Republik bekannt sind. Ich glaube, dass die meisten Bewohner von Virinat loyale Untergebene des Imperiums waren, die sich der Terrorzelle in ihrer Mitte nicht bewusst waren. Ihr Tod ist eine Tragödie. Als der Tal Shiar versuchte, die Aufständischen zu entfernen und Virinat und die Bevölkerung zu retten, vernichtete die Romulanische Republik die gesamte Kolonie, anstatt sich der rechtmäßigen Autorität meiner Streitkräfte zu beugen. Ich traure um die unschuldigen Verluste. Ich versichere, dass die Schuldigen gefunden und für ihre Verbrechen gegen das romulanische Volk bestraft werden. Virinat wird nicht vergessen. Ja. Ich glaube, der... Ah! Guck mal! Drohnen! Ah, die sehen echt krass aus. Oh Gott. Also ich traue dieser Kaiserin Sela nicht von der Wand bis zur Tapete. Das sage ich euch so, wie es ist. Captain, ein Schiff unbekannter Konfiguration, hat sich enttarnt und lädt seine Waffen. Empfehle, sofort mit dem Außenteam auf die Wonderwall zurückzukehren. Dann machen wir das aber ganz flott. ZZ ziemlich zügig. Beeilung, Beeilung. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Die Kaiserin Sela, das ist eine linke Bazille. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Es war ein Schiffsscout. Ein Scoutschiff, Captain. Wir haben es zurückgeschlagen. Doch ich erwarte jederzeit Verstärkung. Okay, Eliza. Da sind sie. Das sieht ja irgendwie geil aus, ne? Mit diesem grünen Netz hier. Ich möchte gerne wissen, wie das heißt. Falls ihr das wisst,
gerne mal in die Kommentare. Captain, wir erhalten eine prioritäre Subraumnachricht des Sternenflottenkommandos. Soll ich sie auf den Hauptschirm durchstellen? Natürlich sofort auf den Schirm. An alle Schiffe der Sternenflotte. Unsere Verbündeten der Romulanischen Republik werden vom Tai Shiar angegriffen. Alle kampfbereiten Schiffe müssen sich unverzüglich auf Neuromulus melden. Individuelle Befehle werden folgen. Okay, sofort einen Kanal zu Admiral Tinay öffnen. Vielen Dank, dass Sie so schnell auf den Ruf reagiert haben, Captain. Wonderwall, Ihre Befehle. Treffen Sie sich mit der Kampfgruppe Phi in Virinat und begeben Sie sich nach Neuromulus, um dort unsere Streitkräfte zu verstärken. Die Schlacht ist bereits in vollem Gange. Wir sind sofort auf dem Weg. Unverzüglich. Hallo? Ach, die kommen jetzt. Da sind sie. Freut mich, Sie hier zu sehen, Wonderwall. Machen wir uns auf dem Weg nach Neuromulus. Das werden wir jetzt machen. Sofort. Captain, wir finden kaum Worte, um unseren Dank für Ihre Hilfe auszudrücken. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Neuromulus hat keine ausgefeilten orbitalen Verteidigungsanlagen, die nötig wären, um solch einen Angriff zurückzuschlagen. Admiral Carrick hat so viele Schiffe wie möglich zusammengerufen, um den Planeten zu verteidigen. Die Flotte, die den Planeten beschützte, wurde durch den Sturmangriff der Gegner dezimiert und zurückgedrängt. Sie bilden nun die letzte Verteidigungslinie. Sie brauchen Ihre Hilfe. Auf die Gefechtsstation! Okay. So, wir müssen das, unseren Fokus auf das Kommandoschiff legen. Und sobald ich das entdeckt habe, das müsste... ist es das hier? Ich nähere mich jetzt mal lieber ein bisschen langsamer. Das ist das... Das ist das Führungsschiff. Das ist richtig. Das Doofe ist, meine Nimbus-Piraten kann ich noch nicht auspacken. Und das wäre eigentlich meine bevorzugte Strategie gewesen. Weil die helfen unwahrscheinlich gut. Die bleiben zwar wirklich nicht lange. Ich möchte das gerne überleben. Ich hoffe wirklich, dass ich das noch schaffe, aber das sieht ganz übel aus für die Wonderwall. Ganz, ganz übel. Jetzt, werde ich wieder mit Torpedos beschossen.
Oh nein. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen warten. Dann dürfen wir wieder da hinzustoßen. Das hatte ich gestern wirklich beim ersten Mal geschafft, das Führungsschiff zu zerstören. Ich muss wieder auf meine Nimbus-Piraten warten. Das ist tragisch. Kann mir hier niemand helfen? Diese scheiß Torpedos. Schon wieder das ganze, alle Schilde runtergezogen. Ich bin gleich wieder Geschichte. Oh Gott, das sah echt wieder noch übler als gerade. Aber ich muss dranbleiben, das hilft ja nichts. Das gehört halt zum Spiel. Das muss man halt hinnehmen. Oder man rastet vollkommen aus. Da ist es doch. Wir beißen uns jetzt fest wie ein Pitbull. Wir bleiben immer dran. Das Kommandoschiff ist echt richtig hart. Bitte lass mich das jetzt schaffen. Bitte, bitte, bitte. Gott sei Dank. Alles nehmen. Ui, ui, ui. Na, das war irgendwie für mich gerade ein schlechtes Timing gewesen mit dem Führungsschiff. Weil mit den Nimbus-Piraten habe ich das sofort geschafft. Wirklich sofort. Aber es geht ja halt auch ohne Nimbus-Piraten zur Not. Dann respawnt man halt mal, ne? Was für ein wildes Getümmel. Sir, wir werden von der Romulanischen Republik gerufen. Dann mal auf den Schirm, Eliza. Im Namen der Romulanischen Republik danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung. Sie haben unsere Welt vor der Zerstörung bewahrt. Wir können Ihnen nicht genug danken. Ihre Namen werden in die Annalen der Geschichte eingehen. Es war uns eine Ehre, Ihnen zu helfen, Subcommander Nuddle. Es scheint, als seien wir hier fertig, Sir. Sind Sie bereit, das System zu verlassen? Gerne. Gerne, gerne.
Jetzt darf ich mich wieder bei der Sternenflotte melden. Rufen wir sie mal. Die Romulanische Republik zeigt sich für die Hilfe in der Rettung ihrer Heimatwelt äußerst erkenntlich. Wir wissen jetzt, dass die Rassen, auf die sie dort gestoßen sind, Elachi heißt. Und dass sie die neuen Verbündeten des Taishia sind. Von dem, was sie in Virinat herausgefunden haben und das, was sie in Neuromulus versucht haben anzurichten, würde ich sagen, dass sie nicht unsere besten Interessen im Sinn haben. Die Republik sucht weiterhin nach Hinweisen, was genau mit den Leuten passiert, die von den Elachi entführt werden. Sie werden sich allerdings einer anderen Aufgabe widmen müssen. Ja, ich nehme mal hier so eine... Nehmen Sie diese Belohnung wählen, erhalten Sie eine beliebige Verschlusskiste, die gerade in der Welt ausgegeben wird. Sie benötigen einen Hauptschlüssel, um diese Kiste zu öffnen. Ja, was, da mache ich ja nichts mit, ne? Naja, ich nehme jetzt einfach was. Belohnung einsammeln. Sehr schön. Dann habe ich das hinter mir. So. Ich muss mich nochmal bei der Sternenflotte melden. Ich habe hier einen... Ja, Sternflotte rufen. So. Was ist das für eine? Ich nehme einfach mal den. Belohnung einsammeln. So, meine Hand ist wieder eingeschlafen. Wahrscheinlich liegt das an der Mission. Obwohl ich die eigentlich schön fand, muss ich sagen. So, und jetzt wartet morgen die Mission Taris. Gott sei Dank wartet die Mission Taris auf uns. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, euch die morgen zu zeigen. Weil es dann das erste Mal seit 3 Tagen ist, dass ich eine andere Mission spiele. So. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, habt eine tolle Zeit, lebt lang und in Frieden, eure Fluffy. Tschüss.